Meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute Abend dabei sind, wenn wir über die Geschichte des Nikola Stavers sprechen. Nikola Stavers wurde berühmt, weil er aus 6 Millionen, nein, weil er aus 6.000 US-Dollar über 2 Millionen US-Dollar machte. Diese Performance wurde bestätigt vom Time Magazine. Dadurch ist sie uns heute auch bekannt oder darum sprechen wir heute auch von Nikola Stavers. Natürlich hat er ein Buch geschrieben, aber er hat das Buch darauf aufgehängt, dass er seine Performance wirklich testieren konnte und im Time Magazine, der größten Wochenzeitschrift der Welt, ist damals vor 40 Jahren, nee, 50 Jahren war das inzwischen her, wurde seine Story erstmals vorgestellt und einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Zur Einleitung, damit wir wissen, von wem es sich handelt, möchte ich aus seinem Buch, das er geschrieben hat, und ich zeige hier vielleicht mal das Buchcover, hier das Wall Street Casino, die Geschichte von Nikola Stavers. Aus diesem Buch möchte ich mal die erste Seite vorlesen, weil sie so ein richtig schönes Gefühl darüber abgibt, mit wem wir es hier zu tun haben. Und es ist ein gutes Buch, es ist ein richtig schön geschriebenes Buch, das so viel Spaß macht zum Lesen. Ich würde fast sagen, es ist vom Lesevergnügen das beste Buch, das Sie über die Börse finden werden, was das Lesevergnügen angeht. Also, ich lese jetzt mal die erste Seite vor aus Kapitel 1. Schauplatz ist der überfüllte Oak Room des eleganten Plaza Hotels in New York. Cocktail Hour am 28. Mai 1962. Draußen klappern hohe Absätze auf dem Gehsteig entlang. Der Verkehr fließt lautstark. Drinnen, inmitten von Menschen, die in angeregte Unterhaltungen vertieft sind, sitze ich ganz ruhig. Ich sitze in meiner Lieblingsecke, gegenüber der Eingangstür, nippe an einem Planters Punch und übe mich ein wenig im Kopfrechnen. An den Rand der Zeitung auf meinem Tisch schreibe ich eine Zahl und male darum mit heller blauer Tinte einen schönen Kreis. 2,45 Millionen Dollar. Fast 2,5 Millionen Dollar. Unglaublich. Das ist die Summe, die ich in nur 7 kurzen Jahren an der Wall Street verdient hatte. Den weitaus größeren Teil davon, nämlich 2,25 Millionen Dollar, hatte ich sogar in nur 18 Monaten verdient. Das schien mir beinahe unmöglich. Und um diesen Mann oder mit diesem, um die Strategie dieses Mannes geht es heute. Ich werde Ihnen jetzt so eine halbe Stunde erzählen, wie dieser Nikola Stavers sein Geld gemacht hat und wie seine Strategie auch heute noch anwendbar ist. Vermutlich können wir in Nachbetrachtung sagen, dass Nikola Stavers der erfolgreichste Freizeitbörsianer war, der jemals gelebt hat, also oder Teilzeitbörsianer ist. Private Börsianer, die erfolgreich waren, gibt es ja viele. Ich habe Ihnen in meinen Webinaren ja schon auch oft auch die Geschichte von Daniel Zenger erzählt, der ja den Weltrekord hält für die größte private Portfoliosteigerung. Aber wenn wir wirklich von einem Teilzeitbörsianer sprechen, ich glaube, dann kann man wirklich sagen, dass Nikola Stavers der allererfolgreichste war. Warum? Wie ging er vor? Er war hauptberuflich Tänzer, hat den ganzen Tag trainiert, hat dann auch noch seine Vorführungen gehabt abends. Und er hat spät in der Nacht hat er den Kursteil des Wall Street Journal studiert und hat sich daraus seine Strategie erarbeitet. Er hatte eigentlich die meiste Zeit was anderes zu tun und hat wirklich dann nur in der wenigen freien Zeit, die er hatte, hat er sich dann seine Davos-Strategie erarbeitet. Und das macht diese Geschichte umso besonderer, oder ne, umso besonders, umso mehr besonders, weil einfach der Zeitfaktor für ihn eine starke Limitation war. Und diese Limitation bei ihren Börsengeschäften haben ja auch ganz viele andere berufstätige Börsianer. Und für diese kann Nikola Stavers wirklich ein Vorbild sein. Vielleicht noch hier als Hinweis: Seit dieser Woche gibt es einen Davos Report im Trader Think Tank Magazine. Ich zeige das mal. Im Trader Think Tank Magazine wird in jeder Ausgabe auf 5, 6 Seiten wird über die Davos Strategie geschrieben und es werden
neue Aktien nach seiner Strategie vorgestellt. Also wir versuchen hier so richtig diesen Mythos Nikola Starvas neu aufleben zu lassen. Okay, hier im Chat kommt die Hinweise, was ist das Trader Think Tank Magazine? Wer es noch nicht kennt, falls jemand das Trader Think Tank Magazine noch nicht kennt, zeige ich Ihnen kurz, wo Sie die aktuellen Ausgaben, wo Sie die finden. Gehen Sie einfach auf Finanzen.net, gehen Sie auf Trading und dann gehen Sie bitte auf das Kundenmagazin, okay? Unter Finanzen.net auf Trading und dann auf das Kundenmagazin. Dort finden Sie immer die aktuellsten Ausgaben und können lesen, worum es in den aktuellsten Ausgaben geht. Das nur als kleiner Hinweis am Rande. Ich möchte damit beginnen, wie ich diese Trendfolgestrategie von Nikola Starvas einordne. Wenn wir uns anschauen, wie die erfolgreichsten Trader aller Zeiten ihr Geld verdient haben, dann werden wir feststellen, dass die erfolgreichsten Börsianer eigentlich immer eine von folgenden drei Strategien verwendet haben. Es gibt einmal die Gruppe der Investoren, wie Warren Buffett, der hier an erster Stelle zu nennen ist, und zwar Investoren, die bevorzugt auch in Krisenzeiten investiert haben. Und Warren Buffett ist ja ein ganz großer Investor, der immer dann auftaucht, wenn die Börse gerade untergeht. Siehe zuletzt 2008 und 2009 während der Finanzkrise, als Warren Buffett dann beherzt zum Beispiel bei einer Goldman Sachs zugegriffen hat. Also große Investoren, die bevorzugt in Krisenzeiten einsteigen, gehören zu den erfolgreichsten Menschen an der Börse. Ist ja auch klar. Und es gibt ja auch viele Sprichwörter, die in die Richtung hingehen, dass in der Krise die großen Vermögen gemacht werden. Und da ist ja absolut was Wahres dran. Dann haben wir die Gruppe der Spekulanten. Also diese Börsianer, die wirklich fast alles auf eine Karte setzen und mit viel Geld irgendein Szenario spielen. Hier ist einer der erfolgreichsten überhaupt, George Soros, der immer wieder bekannt wird mit seinen großen Spekulationen. Wir haben ihn kennengelernt, als er mit seiner Spekulation gegen das britische Pfund die englische Notenbank zum Austritt aus dem europäischen Wechselkurssystem zwang. Aber wir kennen ihn auch aus neuerer Zeit, zum Beispiel mit seinen Spekulationen im japanischen Yen, als er quasi, nachdem die japanische Notenbank beschlossen hatte, sehr stark zu monetarisieren, also hier eine sehr große Long-Position im japanischen Yen einging. Neben diesen beiden Gruppen der Investoren und der Spekulanten gibt es als dritte Gruppe, die wir wirklich in der Börsianergeschichte kennen, die es zu richtig Geld gebracht haben, kennen wir die Trendfolgetrader. Ein Jesse Livermore war Trendfolgetrader. Ein Richard Dennis, der das Turtle-Experiment startete, war Trendfolgetrader. Ein William O'Neill agierte als Trendfolgetrader. Ein Daniel Zenger agierte als Trendfolgetrader und so weiter. Also Trendfolger gehören auch zu den erfolgreichsten Börsianern überhaupt, die es gibt. Und Nikola Starvas war ein solcher Trendfolgetrader. Und mit seiner Strategie wollen wir uns heute beschäftigen. Um das Ganze vielleicht mal richtig einzuordnen. Ich habe hier eine Tabelle gemacht, welche verschiedenen Varianten in der Trendfolge es gibt. Es gibt die rein technischen Breakout-Systeme, es gibt Ranglistensysteme, nach denen man ein Portfolio zusammenstellt. Es gibt Trendfolge unter Berücksichtigung fundamentaler Daten und es gibt Trendfolge unter Berücksichtigung von Pivotal News Points. Davos hat angefangen als rein technischer Breakout-Trader und hat sich dann im Laufe seiner Karriere weiterentwickelt zu einem Trendfolgetrader, der fundamentale Daten berücksichtigt. Und das hat er dann, oder er hat sich dann selber bezeichnet als Techno-Fundamentalist. Ja, ich glaube, so hatte das. Ich glaube, genau so hieß das. Techno-Fundamentalist. Moment. Ich muss mal kurz nachgucken. Da stand hier doch irgendwo. Moment. Ich blättere gerade im Buch und suche in den Abschnitt, wo dieses Zitat fällt.
Ich habe es mir irgendwo dick angestrichen. Ach, ich finde es gerade nicht mehr. Aber ich würde behaupten, es war Techno-Fundamentalist. Dieser Ausdruck stimmt. Eine absolute Empfehlung von mir: Lesen Sie das Buch Das Wall Street Casino, wenn Sie es gelesen haben. Sie werden es lieben. Fangen wir an, nun an mit dem Grundprinzip der Davos-Strategie. Und das klingt für Anfänger, für Neulinge erst einmal komplett verrückt, komplett wahnsinnig. Nicholas Davos hat sich auf Aktien konzentriert, die stark gestiegen waren, und auf ein neues Mehrjahreshoch oder noch besser auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen sind. Wer an der Börse neu ist, der schüttelt erstmal den Kopf. Warum sollte ich mich nur auf Aktien konzentrieren, die auf ein Mehrjahreshoch oder ein Allzeithoch ausgebrochen sind? Welchen Sinn macht das? Denkt sich der Börsianer, der neu anfängt. Ich habe ja genauso gedacht. Ich kam das erste Mal in Berührung mit der Davos-Strategie. Das war im Jahr 2002, 2003. Ach, ich konnte mich auch nicht so richtig dafür begeistern. Ich habe gedacht, hey, warum soll ich jetzt Aktien kaufen, die auf Allzeithoch notieren? Das macht doch keinen Sinn, habe ich gedacht. Aber inzwischen denke ich anders, und vielleicht möchte ich in diesen Gedankenprozess, vielleicht kann ich Ihnen den auch ein bisschen erläutern. Nicholas Davos, von ihm stammt das Zitat, das bringt er in seinem Buch: Mein einziger solider Grund für den Kauf einer Aktie besteht darin, dass ihr Kurs steigt. Wenn das geschieht, braucht man keine anderen Gründe. Geschieht das nicht, muss man auch keinen anderen Grund berücksichtigen. Er hat also gemeint, Aktien, die nicht steigen, die muss er sich nicht angucken. Aktien, die stagnieren, die am Boden kleben, muss er sich nicht angucken. Er wollte auf die Aktien setzen, die sich am besten entwickelt haben. Vielleicht vergleichbar mit der Situation auf der Rennbahn. Auf der Rennbahn setzt man ja auch auf die besten Rennpferde. Wenn ein Rennpferd immer gewinnt, 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 dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es doch das nächste Mal auch wieder gewinnt. Und anders als in der Börse, oder an der Börse ist es sogar noch anders: Auf der Rennbahn hat man dann irgendwann für die erfolgreichsten Pferde nur noch ganz schlechte Wettquoten. An der Börse können die erfolgreichsten Aktien oft weiterlaufen, weiterlaufen und weiterlaufen. Ich zeige Ihnen dafür nachher viele Beispiele dafür. Anfänger an der Börse, die stört diese Strategie so, weil man natürlich ein anderes Preisgefühl hat. In der realen Welt ist es so, dass man einen Gegenstand kauft im Mediamarkt. Ich möchte mir einen neuen Fernseher kaufen, und je günstiger ich diesen Fernseher einkaufen kann, umso besser. An der Börse gibt es das auch, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet. Wenn es den Gesamtmarkt mal runtergehauen hat von 10.000 Punkte auf 6.000 Punkte im DAX, dann kann man den gesamten Aktienmarkt günstig kaufen. Dann ist diese Schlussfolgerung richtig. Anders hingegen sieht es bei Einzelaktien aus, bei Aktien einzelner Unternehmen. Wenn eine Aktie gegen den Gesamtmarkt abfällt, dann ist die Interpretation meistens falsch, dass man das gleiche Unternehmen jetzt günstiger bekommt. Welche Interpretation ist aber richtig? Die Interpretation ist richtig, dass man ein Unternehmen mit schlechterer Wachstumsperspektive jetzt natürlich auch zu einem günstigeren Preis bekommt. Das heißt, anders als im normalen Leben, wo man Produkte hat, die immer gleich bleiben und die ganz genau definiert sind, hat man es an der Börse ja, sich mit dynamisch sich entwickelten Unternehmen und Konkurrenzsituationen zu tun. Und wenn ein Aktienkurs steigt, dann kann das natürlich heißen, dass die Aktie teurer wird, dass die Firma teurer wird. Aber das muss nicht so sein. Ein steigender Aktienkurs kann ja auch bedeuten, dass das Unternehmen besser wird. Und dieser Unterschied ist extrem wichtig zu begreifen, dass ein steigender Aktienkurs nicht unbedingt bedeutet, die Aktie ist teurer, sondern er kann auch bedeuten, das Unternehmen ist einfach besser geworden, ihm wird ein höheres Wachstumspotenzial zugetraut. Und auf dieser Philosophie hat Nicholas Davos aufgesetzt. Er hat gesagt, okay, die Unternehmen, die erfolgreich sind, die schöne Gewinnsteigerungen haben, die ihre Konkurrenz beherrschen, die haben auch an der Börse einen steigenden Kurs. Und wenn er sieht, dass der Kurs steigt, dann ist da eine große Nachfrage dahinter, und auf solche Aktien kann er sich konzentrieren.
Das ist das Grundprinzip der Dawa-Strategie. Welcher tiefere Sinn steckt dahinter? Tiefere Sinn steckt da dahinter. Und ich möchte jetzt nochmal aus dem Buch zitieren. Nicolas Davas schreibt: Ich glaubte, dass logischerweise das Anlagekapital der Spur der Gewinne folgend, Kurssteigerungen in den Aktien mit den besten Gewinnkennzahlen, oder besser ausgedrückt, in den Aktien mit den höchsten erwarteten Gewinnsteigerungen produziert. Ich stellte fest, dass bei der Aktienauswahl, wenn alle anderen Faktoren gleich sind, die Aktie mit der größten Anziehungskraft in Bezug auf tatsächliche oder vorausgesagte Gewinne mein bestes Pferd im Stall sein würde. Was hat er also herausgefunden? Er hat dann doch herausgefunden, dass Aktien, die Anstiege sind meistens nicht zufällig. Und liebe Trader, auch wenn viele Leute über die Börse was anderes behaupten, vor allem die, die nicht erfolgreich sind, sagen dann gerne, an der Börse sei alles Zufall. Aber wenn Sie sich mal angucken, den Apple-Aktienkurs zum Beispiel, Apple hat sich verhundertfacht und das Unternehmen war aber auch sehr erfolgreich. Die Verhundertfachung, die kam nicht aus dem Nichts. Die war das Spiegelbild eines realen Erfolges. Und Nicolas Davos hat dann sehr schnell festgestellt, dass die Aktie die höchsten Anziehungskräfte auf das Börsenpublikum entfalten, die eine sehr hohe zu erwartende Gewinnsteigerungsrate haben. Das sind die Aktien, die oft gut laufen und die dann nach oben durchstarten. Man denke nur an solche Werte zurück, wie im letzten Jahr zum Beispiel auch Tesla Motors oder in diesem Jahr eine Skyworks. Die Aktien steigen nicht einfach so, sie steigen aufgrund der überragenden Gewinnsituation. Jetzt haben wir im Endeffekt schon zwei Kriterien kennengelernt, die Davos verwendet hat. Er hat sich einmal auf Aktien konzentriert, die auf einem neuen Mehrjahreshoch oder sogar noch besser auf neuem Allzeithoch waren und seit dem Jahrestief um mindestens 100% angestiegen waren. Klingt verrückt, ich weiß, klingt verrückt, aber so hat er es gemacht. Wie hat er es konkret gemacht? Er saß abends, nachdem er seinen Auftritt gehabt hatte als Tänzer oder nachdem er hart trainiert hatte, saß er mit seinem Wall Street Journal, oder war es das Wall Street Journal? Ich muss mal schauen, ich glaube, das hieß auch damals vor 50 Jahren schon so. Ich weiß es nicht genau. Er saß mit seiner Börsenzeitung da, hat in den Kurstabellen geschaut, welche Firmen befinden sich auf Allzeithoch, hat geschaut, welcher dieser Firmen in den letzten 52 Wochen bereits über 100% zugedeckt haben, welche seit ihrem Jahrestief um über 100% zugedeckt haben und hat diese dann quasi in den Kursspalten notiert. Und das waren diese Aktien, auf die er sich konzentriert hat. Dann war die nächste Erfindung von ihm. Jetzt haben wir Aktien, die so stark gestiegen sind, von Firmen, die deutliche Erfolge bei den Gewinnsteigerungen in ihrem operativen Geschäft zeigen. Wann genau hat er diese Firmen gekauft? Und das ist ja an der Börse oft die alles entscheidende Frage. Wann genau kaufen wir solche Aktien, die quasi ungebremst nach oben rennen? Um den Kaufzeitpunkt zu bestimmen, hat er das sogenannte Davos-Boxen-System entwickelt. Das war vor 50 Jahren, war das wirklich schon ein sehr ausgereiftes und ausgefeiltes technisches Einstiegssystem, das folgendermaßen funktioniert hat. Er hat immer dann gekauft, wenn eine Aktie aus einer Davos-Box nach oben ausbrach. Eine Davos-Box sollte den Sinn haben, dass wir nicht in einer Fahnenstange einsteigen, sondern dass wir dann einsteigen, wenn eine Konsolidierung stattgefunden hat. Und wie hat er diese Konsolidierung bestimmt? Das ging nach folgendem Regelwerk. Er hat gesagt, die obere Begrenzung der Davos-Box, ich fahre hier auf meinem Monitor darüber, die obere Begrenzung der Davos-Box wird gebildet, wenn wir mindestens 3 Tage haben, die kein neues Hoch markiert haben. Sie können das hier erkennen.
Die Aktie macht hier neues Hoch und dann wird das Hoch 3 Tage lang nicht mehr überwunden. Das ist dann die obere Begrenzung der Davos-Box. Die untere Begrenzung der Davos-Box wird dann gebildet, nachdem die obere Begrenzung besteht, wenn die Aktie 3 Tage am Stück kein neues Tief markiert. Das war hier der Fall. Wir haben hier ein Tief und dann 1, 2, 3 Tage wurde kein Folgetief gebildet. Das ist dann die komplette Davos-Box. Und Nicolas Davos hat dann die Ausbrüche aus solchen Davos-Boxen gekauft. Das waren seine technischen Einstiegssignale. Jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, wie Sie sich das scannen lassen können. Ich öffne mal unser Trading Desk Classic, wo wir hier die Davos-Strategie ja auch drin haben. Ich gehe hier unter Scans. Ne, unter Handelssignale gehe ich auf Davos Breakout und öffne hier Davos Breakout. Am deutschen Markt gibt es gerade keine Breakouts. Ich gehe auf den US-Markt. Und jetzt, Moment, Sie müssen gleich reinladen. So. Nochmal Handelssignale. Davos Breakout. USA. Ich warte noch. Es kann sein, dass im Hintergrund die. Jetzt sind sie da. Jetzt kommen sie rein. Das Desk braucht am Anfang ein bisschen, bis alles im Hintergrund geladen wurde. Aber jetzt füllen sich langsam die Boxen. Und jetzt können wir uns gleich auch die aktuellen Davos-Signale anschauen. So, hier, Chart habe ich schon. Okay. Wir haben Charts habe ich, die Aktiennamen laden nicht rein. Jetzt kommt's, jetzt endlich. Ach, dieses Internet manchmal mit diesen Ladezeiten macht mich wahnsinnig. Okay, wir sehen jetzt Folgendes. Die Aktie von Sierra Wireless hat heute um 17:59 Uhr ein Davos-Kaufsignal zu $42,12 ausgelöst. Und hier ist der Chart. Und hier können wir erkennen, dass sich genau solche Davos-Boxen gebildet haben. Ich mache mal hier den 12-Monats-Zeitraum. Hier, wir sind auf. Also, wir haben hier als kleinste Zeiteinheit, auf der neues Hoch ausgelöst werden muss, haben wir den 12-Monats-Zeitraum angegeben. Also, ein Davos-Signal ist darum mindestens ein 12-Monats-Hoch. Optimal ist aber natürlich auch, wenn die sich auf einem Mehrjahreshoch befindet. Und das ist ja bei Sierra Wireless eindeutig der Fall. Wunderschöne Trends bei dieser Aktie im Bereich Internet of Things. Schauen wir uns hier mal. Ich rufe kurz einen großen Chart auf, damit Sie das auch gut erkennen können bei sich. Size Big. Hier. Schauen wir uns mal diese Davos-Box an, die hier gebildet wurde. Wir haben hier ein Hoch gesehen in der Aktie und 1, 2, 3 Tage danach wurde kein höheres Hoch markiert. Das heißt, wir haben hier die obere Begrenzung der Davos-Box. Dann wurde hier ein Tief markiert und 1, 2, 3 Tage lang später wurde kein neues Tief markiert. Also ist genau das die untere Begrenzung der Davos-Box. Dann wurde diese Davos-Box hier verlassen und hier hat sich schon die neue gebildet. Weil wir hier haben wir 1, 2, 3 Tage, wurde kein höheres Hoch markiert. Also ist jetzt hier die aktuelle Begrenzung der Davos-Box und hier wurde ein Tief markiert und 3 Tage danach wurde kein tieferes Tief markiert. Also haben wir hier wieder eine komplette Davos-Box. Und aus dieser Davos-Box findet heute, und Sie können die Uhrzeit können Sie hier im Scanner ablesen. Aus dieser Davos-Box fand heute um 17:59 Uhr bei der Aktie von Sierra Wireless ein Davos-Breakout statt. Und so
Und das ist die Dauerstrategie. Wir kaufen die führenden Aktien, die steigen, die nach oben wollen, kaufen wir, wenn der Ausbruch aus einer solchen Dauerbox erfolgt ist. Ich zeige Ihnen gleich noch weitere Beispiele. Jetzt oder machen wir sofort mit den Beispielen weiter und dann besprechen wir die Stop-Loss-Taktik. Nach der Dauerbox-Philosophie war Facebook zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte. Der Börsengang galt anfangs als totaler Flop, als Misserfolg, bis die Aktie dann auf einmal hier auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Und dieser Ausbruch auf ein neues Allzeithoch war dann auch der Start einer Rallye. Also das mal zum Thema, dass man nicht dem Irrtum erliegen sollte, wie es viele Anfänger tun, dass man Aktien auf Allzeithoch, dass sie teuer sein müssen. Muss nicht der Fall sein. Hier hat erst der richtige Anstieg von Facebook begonnen. Ein Beispiel aus dem deutschen Markt, eine Ströer Media. Eine Ströer Media macht im August einen Davos-Breakout zu irgendwo 11 Euro irgendwas. Jetzt steht die Aktie bei über 24. Die erfolgreichste Davos-Aktie letztes Jahr war Tesla Motors. Hier kamen wir auf ein Mehrjahreshoch im April 2013. Das war irgendwo im Bereich, dann war das Signal bei 46 US-Dollar. Und seitdem haben wir dann eine enorme Rallye gesehen, quasi ein sich aufeinanderreihende, stapelnde Davos-Boxen. Und hier wäre Nicolas Davos auch nach seinem Stop-Loss-System nicht ausgestoppt worden. Nach dem Davos-System hätte man die Tesla Motors-Aktie gekauft, hier im Bereich 46 US-Dollar, und wäre erst irgendwo bei 200 US-Dollar dann ausgestoppt worden. Ausgestoppt werden, das ist ein gutes Stichwort. Schauen wir uns mal an, wie die Stop-Loss-Strategie aussah. Es gibt zwei, beim Original Davos gab es zwei Stop-Loss-Strategien. Man muss hier ganz genau unterscheiden. Es gibt einmal der initiale Stop-Kurs und dann gibt es den Trailing-Stop. Ich möchte zuerst beschreiben, wie der initiale Stop-Kurs funktioniert. Nicolas Davos hat das folgendermaßen gehandhabt und ich gehe jetzt nochmal zur Aktie von Sierra Wireless. Wir haben hier heute ein Davos-Signal. Dann hat Nicolas Davos gesagt, er kauft den Ausbruch auf ein neues Hoch und er möchte sofort, dass es nach diesem Ausbruch, dass die Aktie weiter durchzieht. Er möchte sofort, dass es weiter nach oben geht. Darum hat er sich wirklich mit einem ganz geringen Stop abgesichert. Nehmen wir mal als Beispiel 50 Cent. Das heißt, der Ausbruch ist bei 42 US-Dollar je Aktie und Nicolas Davos hat sich dann sofort abgesichert bei 41,50. Das war so eine richtig schöne Hit-and-Run-Strategie nach dem Motto, jetzt kommt der Ausbruch und jetzt muss es durchziehen oder ich lasse mich sofort wieder ausstoppen. Das war sein Ansatz. Wenn er im Gewinn war, und sich neue Davos-Boxen gebildet haben, dann hat er mit einem Trailing-Stop gearbeitet. Er hat, wenn sich quasi, jetzt nehmen wir an, hier war der Einstieg. Sie können beobachten, wo sich mein Mauszeiger bewegt. Hier war der Einstieg. Da hat er sich in diesem Chartbeispiel eine komplett neue Davos-Box gebildet und ab dann hat Nicolas Davos mit einem Trailing-Stop gearbeitet. Er hat immer, nachdem sich eine Davos-Box gebildet hatte und nach oben verlassen wurde, hat er den Stop-Loss an die untere Begrenzung der Box nachgezogen. So sah die Stop-Loss-Strategie von Nicolas Davos aus. Mit diesem Trendfolgeansatz hat es Nicolas Davos geschafft, viele Aktien in den 50er und 60er Jahren zu erwischen, die quasi solche Aufwärtstrends hingelegt hatten wie eine Tesla Motors. Und damit hat er es geschafft, dass er aus 6.000 Dollar dann relativ schnell innerhalb von 18 Monaten 2 Millionen US-Dollar gemacht hatte. Jetzt möchte ich mal noch darüber sprechen, wie die Davos-Strategie heute anzuwenden ist, was ich davon halte. Die Davos-Strategie ist immer noch wirklich eine wunderschöne Philosophie und eine wunderschöne Trendfolgestrategie zur Aktienauswahl. Er hat damals vor 50 Jahren schon genau richtig beschrieben, wie man als Trendfolge Aktien auswählen sollte. So und nicht anders. Er hat erkannt, dass fundamentale Kräfte hinter Trends stecken.
Er hat erkannt, dass eine Konsolidierung stattgefunden haben muss. Er hat erkannt, dass man auf Aktien setzen sollte, die einen Momentumeffekt haben, die Aufwärtsdynamik haben. Und dieser Momentumeffekt ist ja auch heute wissenschaftlich absolut anerkannt. Es gibt ihn. Es gibt diesen Momentumeffekt, dass Aktien, die gut laufen, meist für längere Zeit gut laufen. Warum? Weil reale Firmen, die erfolgreich sind, man denke nur wieder an Apple, weil die nicht nur 3 Monate, nicht nur 6 Monate, nicht nur 12 Monate erfolgreich sind, sondern weil der Erfolg guter Unternehmen meistens 5 bis 10 Jahre oder vielleicht sogar noch länger anhalten kann. Darum lohnt es sich, auf die starken Aktien zu setzen, die nach oben wollen. Und dieses Credo, ich kaufe teurer und verkaufe teurer, oder ich kaufe die stärksten Aktien, dieses Credo macht absolut Sinn. Mit den Stop-Loss-Regeln ist es heute ein bisschen schwieriger. Mit den Stop-Loss-Regeln ist es heute deutlich schwieriger. Wenn Sie Zeit haben, dass Sie wirklich aktiver Trader sind und die Märkte beobachten können und beobachten können, ob an den Breakout-Niveaus, ob da richtig Volumen reinkommt, ob es nach oben durchstartet, dann können Sie diese Einstiegsstrategie 1:1 so nachmachen. Dann können Sie wirklich diese von Volumen getriebenen Ausbrüche kaufen und sich ganz eng absichern. Hat den Vorteil, dass Sie nur eine Trefferquote von 30% vielleicht brauchen, weil die Gewinneraktien dann nach oben durchziehen und Sie sich dann auch ein paar Mal mit kleinem Verlust ausstoppen lassen können. Sie werden in der Gesamtstrategie dann immer noch profitabel sein. Anders sieht es mit dem Trailing Stop aus. Meiner Erfahrung nach gibt es dieses optimale Muster der sich aufsteigenden Boxen, gibt es heute nur noch sehr selten hier. Das ist die optimale Konstellation, dass wir aufsteigende Davos-Boxen haben, was den Vorteil hat, dass wir nie in einen Trailing Stop reinlaufen. Wir werden nie ausgestoppt. Die meisten Anstiege verlaufen heute leider ein bisschen volatiler und hektischer, so dass man mit dem Trailing Stop eigentlich meistens das Problem hat, in einer heftigen Korrektur abgeholt zu werden. Darum aus meiner Sicht Davos als Philosophie der Aktienauswahl macht absolut Sinn. Davos als Einstiegsstrategie, um mit engem Stop-Loss zu arbeiten, kann auch Sinn machen, wobei Berufstätige mit einer größeren Risikotoleranz arbeiten müssen. Wenn man berufstätig ist und sich über Stop-Buy einstoppen lässt in die Davos-Trades, muss man ein höheres Risiko von 5 bis 7% akzeptieren. Ich glaube, anders geht es nicht. Abraten würde ich heute von dem Davos Trailing Stop, wie er seine Gewinne abgesichert hat. Damit wird man viel zu häufig ausgestoppt. Jetzt wollte ich gerade noch etwas. Genau, ich weiß, was ich sagen wollte. Ich wollte noch das Geniale an dieser Strategie eigentlich auch schildern. Was ist das Geniale an der Davos-Strategie? Das eigentlich Geniale ist, dass man in schlechten Börsenphasen, dass man in Börsenphasen, wie 2008, wo es einen nur nach unten geht, wo wir einen bärischen Trend vorliegen haben, da gibt es einfach keine Aktien, die auf Allzeithoch notieren. Sprich, man ist automatisch nicht investiert, wenn die Börsenphasen schlecht sind. Und das ist ein Vorteil, den man wirklich nicht unterschätzen darf. Man hat eine Strategie, die nur dann Signale liefert, wenn die Märkte bullisch sind und die dann so gut wie keine Signale mehr liefert, wenn die Aktien bärisch sind. Und das ist eigentlich auch heutzutage einer vom Timing her der erstaunlichsten Aspekte und größten Vorteile der Davos-Strategie. Dass wenn man sich auf sie konzentriert, dass man automatisch kaum noch Signale hat, wenn die Märkte mal schlechter laufen. Wir sehen das ja hier bei Davos in Deutschland. Aktuell haben wir keine aktuellen Davos-Signale auf dem deutschen Markt. Hier. USA gibt es heute zwei. In Deutschland gibt es aktuell kein Davos-Signal. Also die Signale sind relativ selten und das macht es wirklich auch möglich, sich auf diese Strategie zu konzentrieren und sich mit diesen Aktien dann intensiv zu beschäftigen.
dieses intensive Beschäftigen, da hilft Ihnen natürlich unser Magazine, unser Trader Think Tank Magazine. Vielleicht zeige ich das nochmal. Ich gehe mal in meinen Finanznet-Kundenbereich und dort bin ich dann Kunde vom Trading Desk Pro Complete. Da habe ich hier meinen Kundenbereich und dann kann ich hier mein Think Tank Magazine aufrufen und dann habe ich hier die Davos-Kolumne. Und das finde ich eigentlich das Schönste an dieser Davos-Strategie, weil die Signale doch relativ selten sind. Können wir einmal in der Woche die interessantesten Aktien, die Davos-Kaufsignale auslösen, können wir hier besprechen. Wir können sie Ihnen vorstellen, wir können Ihnen schildern, ob gerade eher eine gute oder schlechte Zeit ist. Und wir können Ihnen die interessantesten Branchen und Aktien vorstellen, die jetzt quasi nach dieser Davos-Philosophie neue Kaufsignale ausgelöst haben. Und darum ist die Davos-Strategie aus meiner Sicht wirklich eine runde Sache, die auch von Hobby- und Teilzeitbörsianern angegangen werden kann und auch sollte. Es ist eine absolut sinnvolle Entscheidung, sich genau auf eine solche Strategie zu konzentrieren, wenn man sich wirklich nicht intensiver mit der Börse beschäftigen kann oder wenn man Prioritäten setzen will. Ich als Profi-Trader, ich habe meine 16, 17 Strategien, die ich dann alle kenne und die ich dann in unterschiedlicher Reihenfolge anwende. Sie als Berufstätiger, Sie können keine 16, 17 Strategien beherrschen, da haben Sie einfach die Zeit nicht und vermutlich haben Sie auch die Lust nicht, diese Fähigkeiten, das Wissen dazu zu erwerben. Sie müssen sich auf einige Strategien konzentrieren und hier macht es Sinn, als eine der Strategien, auf die man sich konzentriert, dass man hier die Davos-Strategie aussucht, dass man jede Woche die Davos-Kolumne liest, dass man sich hier anschaut, welche neuen Signale gibt es bei welchen Aktien und was steckt eigentlich da dahinter. Und da hat man diese Kombination von fundamentaler Story und dem technischen Signal. Am Sonntag kommt übrigens das neue Trader Think Tank Magazine Nummer 11 und im Trader Think Tank Magazine Nummer 11 gibt es dann auch wieder die neuesten Davos-Aktien, die wir besprechen. Und Sie können dann mit dieser Wochenlektüre, können Sie dann jeden Abend einfach in den Scanner schauen und können sich angucken, welche Aktien haben neue Davos-Signale ausgelöst oder welche stehen unmittelbar davor. JetBlue Airways steht zum Beispiel hier 3% vor einem Davos-Kaufsignal. Und solche Sachen können Sie dann mit dem Scanner, mit dem Aktienscanner bei uns im Trading Desk identifizieren. Jetzt würde ich gerne die Fragerunde eröffnen. Gibt es Fragen? Okay, hier ganz oft die Frage, wie bekommt man das Magazin? Sie müssen bei Trading, müssen Sie hier Trading Desk Pro, das Magazin ist Bestandteil vom Trading Desk Pro Select oder Complete. Da ist das Magazin auch mit dabei. Ist diese Strategie auch für Einsteiger geeignet? Ja, die. Okay, ich finde die Handelssignale nicht bei mir. Gehen wir nochmal durch. Also, wenn Sie Kunde vom Trading Desk Pro sind, dann finden Sie auf Finanzen.net, auf dem Trading Desk, unsere Tools. Und hier im Trading Desk Classic, da haben wir diese ganzen Signale eingebaut. Ich gehe hier auf Handelssignale und dann gehe ich auf Davos Breakout und hier habe ich dann diese Davos Breakouts, die ich mir hier anzeigen lassen kann. Kann man das Think Tank Magazine nicht auch für 10 € kaufen?
Ja, das ist angedacht. Aktuell funktioniert das aber noch nicht. Das haben die Kollegen von Finanznet noch nicht integriert. Es ist derzeit nur als Bestandteil vom Abonnement zu erhalten. Wie sollte ein Trailing Stop heutzutage gesetzt werden? Das ist eine Frage des Ausstieges, über diese Frage muss ich eine ganze Stunde philosophieren, weil der Ausstieg ist das Schwierigste beim Trading überhaupt. Der Ausstieg ist das Allerschwierigste und dafür brauche ich eine Stunde, um da meine verschiedenen Sichtweisen darzustellen. Das kann ich hier leider nicht in Kürze in eine pauschale Antwort fassen. Okay, ich schaue nach weiteren Fragen. Gibt es auch Beispiele, wo die Strategie nicht funktioniert hat? Natürlich. Da gibt es ganz viele Beispiele. Besteht die Chance, das Webinar auch im Anschluss herunterzuladen? Ja. Unter Webinare, dort wird die Aufzeichnung des Webinars wird eingestellt. Hebel bei der DAWA-Strategie eher nein, weil man hatte ja schon Aktien mit einer sehr hohen Volatilität. DAWA selber hat gekauft, wenn er über sein Trading-Stop-System ausgestoppt wurde, sprich, wenn die Aktie die untere Begrenzung einer DAWA-Box wieder gerissen hat. Ich zeige hier vielleicht nochmal. Zeige hier nochmal den Trailing Stop. Nicolas Davas hat dann Trailing Stops nachgezogen, nachdem eine Box nach oben verlassen wurde, hat er hier den Trailing Stop darunter angesetzt. Okay? Wir haben hier eine Davas Box, die wird nach oben verlassen und dann wird der Trailing Stop hier darunter platziert. Funktioniert die Strategie im Daytrading? Nein, die funktioniert nicht im Daytrading. Die ist wirklich auf den Kauf von Aktien bezogen. Wenn die Anzahl der Personen steigt, die diese Strategie umsetzen, wird sie dann positiv oder negativ beeinflusst. Wenn alle Leute nach der DAWA-Strategie handeln, dann nimmt natürlich die Volatilität zu. Und nach Ausbrüchen haben wir viel stärkere Pullbacks. Im Endeffekt ist es ja durchaus auch der Fall, dass solche Trendfolgestrategien irgendwann von extrem vielen Tradern gehandelt werden. Und was machen die vielen Trader? Die kaufen, die denken, hey, ich bin klug, ich kaufe 2% vor dem Breakout. Dann sind die alle schon schön positioniert, dann findet der Breakout statt. Die Aktie steigt 3, 4, 5% und dann wollen alle wieder raus und dann bricht der Ausbruch in sich zusammen. Je mehr Trader Trendfolge-Trading betreiben, desto größer wird die Volatilität und desto häufiger werden die Fehlsignale. Lässt sich die Strategie auch auf fallende Kurse anwenden? Nein, das ist nicht die Philosophie von Davos. Er hat als Techno-Fundamentalist gemerkt, dass sich die Wall Street auf die Aktien stürzt, die höchsten zu erwartenden Gewinnsteigerungen haben. Und das sind diese Aktien, die sich vervielfachen können. Short Trading ist ein komplett anderes Spiel mit begrenzten Gewinnmöglichkeiten. Beim Short Trading können Sie maximal 100% verdienen, wenn die Aktie von nach ihrem Einstieg quasi auf Null geht. Eine Aktie kann um ein Vielfaches steigen, aber nur maximal um 100% fallen. Funktioniert es auch mit Rohstoffen? Nein. Wie gesagt, ich habe ja die Davos-Philosophie, die auf einem technofundamentalen Ansatz mit Unternehmen beruht, habe ich ja erläutert.
Bei Rohstoffe ist ein Trendfolgeansatz, der den Richard Dennis reich gemacht hat, das Turtle-System. Das war explizit für die Rohstoffmärkte konzipiert. Wie sieht die Philosophie von Simon Wetschinger aus? Dafür brauche ich auch einige Stunden, um diese komplett zu erläutern. Aber wenn Sie einfach die Webinare verfolgen, die wir auf Finanznet ja jede Woche anbieten, dann werden Sie nach und nach auch über meine Trading-Methodik mehr und mehr erfahren. Einfach regelmäßig die Webinare anschauen, die auf Trading-Webinare eingestellt sind. Sehr schön, meine Damen und Herren. Die Fragen sind jetzt weitgehend durch. Dann, genau, das gibt es nur im Trading Desk Pro. Sie müssen das Kunde vom Trading Desk Pro sein, um die DAWA-Signale zu erhalten. Sie finden das unter Trading und dann Trading Desk Pro. Dort können Sie das Trading Desk Pro bestellen. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute bei mir waren, dass Sie mir zugehört haben. Vielleicht konnten Sie für sich einige neue Dinge mitnehmen. Wenn ja, dann war die letzte Stunde für uns alle erfolgreich. Also, schöne Feiertage und dann hoffentlich bis bald. Tschüss.